Das geht ja gut los. Das favorisierte US-amerikanische Team BMC Racing hat zum Auftakt der 82. Tour de Suisse das Mannschaftszeitfahren gewonnen. Das Team um Olympiasieger Greg Van Avermaet setzte sich auf der 18,3 Kilometer langen ersten Etappe in 20:18 Minuten durch und war damit 20 Sekunden schneller als das deutsche Team Sunweb auf Platz 2. Das gelbe Trikot holte im Frauenfeld Lokalmatador Stefan Küng, der bei der BMC-Zieleinfahrt knapp vorn war. Schon im Vorjahr hatte Küng bei seinem Tourdebüt kurzzeitig das Shirt des Gesamtführenden getragen. Quickstep Floss landete auf dem dritten Platz, 27 Sekunden. Die Tour de Suisse ist neben dem Criterium du Dauphin einer der wichtigsten Härtetests für die Tour de France. 7 bis 29 Juli. Die zweite Etappe startet und endet am Sonntag ebenfalls in Frauenfeld. Die Hauptstadt des Kantons Thurgau war erstmals seit 21 Jahren wieder in das Tourprogramm aufgenommen worden.